Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Riders of Icarus. So, ich werde jetzt nochmal hier zu diesem Ausbildungsplatz reiten, habe ich mir überlegt. Oha, ich habe hier 14 Nachrichten. Oho, oho, oho. Kann ich das... Ja, ich klicke die hier mal alle weg. Denn ich habe da einen sehr interessanten Tipp bekommen, dass ich da ein sehr cooles Mount bekommen kann. Und das möchte ich mir natürlich mal anschauen. So, der Vogel ist mittlerweile abgelaufen. Den habe ich jetzt gerade nicht mehr. Warte mal, wie komme ich denn nochmal auf das... Wie komme ich denn nochmal auf meinen Gefähr... Ach so, ach ja. So. Mein Riniti. Damit würde ich dann ganz gerne nochmal zu dem Platz... oh Gott, wo war das denn noch gleich? Wo war das denn noch? War das da hinten? Gildenhalle, da muss ich noch hin. Ich weiß nicht mehr, wo ich dafür hin musste. Huch, das hat gerade ein bisschen geleckt. War das hier unten? Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wo das war, denn ich habe eine Information bekommen, dass ich, wenn ich da ganz viele von den Einhörnern umhaue, dass ich dann... Da war das da hinten. Hauptstadt. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wo das war. Dass ich dann da, wie gesagt, an ein anderes sehr, sehr cooles Pferd kommen kann. Und das würde ich ganz gerne mal ausprobieren. Jetzt muss ich nur erstmal wieder hier den Ort finden, wo das nochmal ging. War das hier unten? Nein. Da hinten glaube ich auch nicht. Oh. Ja, immer mit dem Kopf durch die Wand. Das ist typisch ich. Oh, Verliebter und Verliebte. Ja, Himmel, Herrgott, Sakra. Wo muss ich denn da nochmal hin? Hier hinten hin? Gebe doch nicht, dass ich das hier nicht mehr finde. Hauptstadtbaracken? Nö, da komme ich aber auch nicht weiter. Das ist ja Mist. Das war angenehmer, als ich noch ein Flugmount hatte. Ja, dann lasst uns vielleicht erstmal dahin reiten, zu Meister Julnus zurück. Ja, lasst uns das erstmal machen. Das Einhorn, das Dunkle. Das war ein Einhorn, glaube ich, oder? Was hattet ihr mir erzählt? Das läuft uns ja auf jeden Fall nicht weg. Das heißt, das können wir auch noch wann anders machen. Wir gucken auf jeden Fall jetzt erstmal, dass wir hier weitermachen. Dass wir auch mal raus können, dass wir auch mal questen können ein bisschen. Und dass wir uns dann auch andere Gefährten sichern können. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, irgendwann hat unser armes Riniti hier keine Puste mehr. Und dann war's das. Dann können wir nämlich nichts mehr machen. Dann brauchen wir erstmal wieder ein neues Mount, einen neuen Begleiter, um reiten zu können. Denn es ist tatsächlich so, dass man schauen muss, wenn... Wow, wow, krass, der Drache. Man muss nämlich schauen, wenn... Oha. Wenn ein Mount platt ist und nicht mehr kann, dann muss man erstmal warten, bis es sich regeneriert hat. Und das, ja, muss man dann mit den Füßen ausgleichen. Dann kann man nicht mehr hier sich ein x-beliebiges Mount nehmen. So, einfach mal schlichtweg abgeworfen hier. So sieht das dann übrigens auch aus, wenn das Mount platt ist. Gut, also. Ach ja, genau, stimmt. Wir sind jetzt hier wieder in dieser Einzelgeschichten-Instanz. Und da ist Julnus, mit dem wir reden müssen. Truth is our mandate. Sehr gut, sehr gut. Ihr seid hier. Ich habe Berichte über Probleme in den Farmländern gehört. Meine alte Freundin Maria erzählte mir, dass die Farmer Lager errichtet hätten, um gegen die vielen Werwölfe anzukommen. Sprecht mit Raglans nahe des Transportschreins am Eingang zur Stadt. Er wird euch zu Maria führen. Oh, er sagt, dass er hofft, dass es Maria in diesen gefährlichen Zeiten gut geht.
Das ist sehr, sehr nett von ihm. Ja, das hoffe ich auch. Und das werden wir, denke ich, erfahren. Denn, hoppala. Es ist immer, wenn hier diese kurzen Ladesequenzen kommen, dann kriegt man diesen ganz kurzen Lag, diesen ganz kurzen. Es ist quasi wie ein nicht vorhandener Ladescreen. Könnt ihr euch das vorstellen? Im Übrigen, ich habe jetzt schon ein paar Mal gelesen, dass das Spiel wohl Pay-to-Win sein soll. Das heißt, dass man hier nichts wird und nichts erreichen kann, wenn man kein echtes Geld investiert. Das weiß ich nicht, denn so tief bin ich in der Materie hier im Spiel nicht drin. Deswegen kann ich euch nicht sagen, inwiefern das stimmt oder inwiefern das nicht stimmt. Da würde ich euch jetzt belügen. Ist das jemand von euch? Da müsste ich euch jetzt belügen, wenn ich euch da sagen würde, ob das stimmt oder nicht. Wie sehe ich hier eigentlich, ob ich eine Freundschaftsanfrage bekommen habe? Weil ich habe jetzt wohl schon mal Freundschaftsanfragen bekommen. Aber... Alter Schwede, wie kann man denn so schnell sein? No, ist jetzt mein Gefährte platt. Oder wie, oder was? Ja, genau, mit niedriger Ausdauer. Da seht ihr das. 2 von 269. Und die Ausdauer, die füllt sich dann eben langsam aber sicher auf. Da brauchen wir jetzt ein bisschen, müssen wir jetzt ein bisschen warten, ein bisschen Geduld haben. Deswegen ist es ganz gut, dass es hier jetzt rausgeht aus der Stadt. Im Übrigen ist das eine Magierin. Sehe ich hier an den Flügeln. Im Übrigen ist es dann ganz gut, dass es hier rausgeht, dass wir uns eben mal noch weitere Reittiere erfarmen können. Weil mit einem einzigen, das ist doch ein bisschen wenig. Okay, also da hinten ist dann das Tor. Das Tor, wo wir hin müssen, um in den nächsten Bereich zu reisen. Ich finde das immer noch, ich finde das so super süß und ich finde die Grafik, ich finde es einfach auch richtig schön gestaltet, muss ich sagen. Oh! Oh, ich habe gerade einen Erfolg abgeschlossen. Musste ich mich an diese Weltenschreine binden? Ich habe schon wieder vergessen. Ich meine immer, ich muss mich dran binden, aber ich glaube, das ist gar nicht so hier. Nee. So. Ah, ihr seid also von Julnus geschickt worden. Ich habe euch bereits erwartet. Zack, selbstverdientes. Ein Gold mit dem Erfüllen von Quests verdienen. Nice. Wir haben jegliche Verbindung zu den Leuten in den Hochlanden verloren. Ich habe diesen Weltenschrein vorbereitet, um euch dorthin zu schicken. Wenn ihr eintrefft, findet Maria. Sie wird wissen, was zu tun ist. Okay, wähle vom Weltenschrein aus Teleport in eine andere Region und klicke dann auf den Schrein der Hochländer von Harkanas. Okay, andere Region. Hochländer, boah, das ist aber teuer. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, wie viel Gold ich dafür rausgehauen habe. Aber ich glaube, das war ein ganz ordentlicher Betrag, der da stand. Oha, nicht, dass ich jetzt pleite bin. Nur weil ich mich jetzt porten musste, das wäre es ja jetzt noch gewesen. Müssen wir gleich mal gucken, wie viel uns jetzt noch geblieben ist. Okay, das wäre jetzt krass. Hoppala. Das wäre jetzt echt krass. Jo. Ich muss übrigens mal noch gucken. Die heutige Folge wird wahrscheinlich nicht ganz so mega lang werden, weil ich jetzt gerade erst am Montagabend aufnehme. Das heißt, gerade noch so kurz vor knapp. Und ich die auch noch fertig machen muss. Ich bin gerade zeitlich etwas hinten gegen, aber gut, ne? Ich habe mittlerweile 2,5 YouTube-Kanäle zu bespaßen und wow, ist das schön hier. Und der wird dann halt schon mal ein bisschen knapper von der Zeit. Wir haben hier auch noch andere Aufgaben. Ach, hier sind wir jetzt. Ist das nicht so ein Bereich, wo wir, ich glaube, die anderen haben hier irgendwo so um den Dreh angefangen mit den Aufgaben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Was haben wir denn hier? Dansul, Viehzüchter. Rentierschmerzen.
Diese Wölfe haben mir auf meiner Flucht ganz schön zugesetzt. Ich kann vor Schmerz kaum geradeaus gucken. Aber Maria sagt, mit ein paar Rentiergeweihen könnte sie etwas gegen die Schmerzen tun. Helft einem Kameraden aus, bitte. I'm counting on you and Maria. Okay, er sagt, er zählt auf uns und Maria. Der Herbert. Er tötete meine Mama. Er hat auch noch dem alten Roslin zwei Finger abgehauen, der dann einen Herzinfarkt bekam. In was für einer Welt leben wir denn, wenn der da draußen hier mit hoch erhobenem Haupt durch die Gegend spaziert? Das verdammte Rentier stellt eine Gefahr dar. Jemand muss diesen tänzelnden Schlangensohn zur Rechenschaft ziehen. Ein Rentier hat zwei Finger abgehackt. Okay, wir nehmen erstmal noch die Quest hier hinten an. Wahrscheinlich habt ihr die Spinnen schon bemerkt. Sie sind äußerst widerlich. Ich handle meine Waren schon lange hier, aber ich fürchte, dass ich zurück in die Hauptstadt muss, wenn ich noch einen Tag länger diese Biester ansehen muss. Okay. Ich nehme nicht an, dass ihr mir den Kammerjäger spielen wollt, oder? Eigentlich nicht, aber... ja. Muss ich ja wohl. We must do all we can for these people. Julnus schickt euch? Er muss besorgt sein. Ich nehme es ihm nicht übel, es ist ziemlich gefährlich hier. Ich weiß nicht genau, wie ich euch für eure Anwesenheit danken kann, aber vielleicht hilft das. Neue Waffen! Was haben wir denn ausgerüstet? Ist der hier und den haben wir bekommen? Nein. Wollen wir nicht ausrüsten? Steine der Verderbnis. Es sieht ziemlich düster aus. Unsere schöne Farm ist nur noch ein fauliges Loch des Bösen, aber das hält uns nicht davon ab, sie uns zurückzuholen. Es gibt üble Hexer, die den Werwölfen helfen. Sie haben magische Steine errichtet, die voll mit einer Art mystischer Verderbnis sind, um uns von dem Land fernzuhalten. Die einzige Möglichkeit, sie aufzuhalten, besteht darin, die Steine zu zerstören. You must destroy those stones. Okay. Ach guck, hier haben wir auch noch eine Aufgabe. Bei Deal. Ich weiß, es klingt grausam, aber Gefährten zu versiegeln ist äußerst nützlich. Für den Anfang benötigt ihr einen Siegelstein. Normalerweise müsstet ihr einen in einem Laden kaufen, aber ich habe zufällig ein paar übrig. Okay. Gut. Das habe ich dir einfach bekommen. Nun sind wir im Geschäft. Bändigt eines der Rentiere hier und platziert dann einfach einen Siegelstein auf einem gebändigten Rentier. Nachdem das erledigt ist, bringt ihr das versiegelte Rentier zu mir und ich zeige euch etwas. Okay. Du kannst keine Gefährten versiegeln, die einen höheren Rang haben als du. Alles klar. Boah, hier haben wir auch noch eine Aufgabe. Okay, jetzt wird's krass. Ein alter Freund. Ihr habt nicht zufällig jemanden namens De Grasse gesehen, oder? Er ging in die Ruinen, um einen unserer Händler zu retten, aber er kam nie zurück. Er und ich, wir sind alte Freunde. Könntet ihr der Sache nachgehen, bitte? Na klar, machen wir. Ja, und damit haben wir jetzt hier jede Menge Aufgaben. Warte mal, kann ich nicht die Rentiere auch zähmen? Ja klar, ich muss sie ja bändigen. Ha, ansonsten wäre das ja keine Quest gewesen. Also so ein Rentier hätte ich auch gerne als Mount. Wir bändigen uns auch mal eins als Mount. Ach so ging das. Stimmt, ich muss das ja erst anklicken. Werde ich das jemals wieder lernen hier? Okay, S. Yay. Das sieht schon cool aus hier mit dem bändigen. Oh, jetzt habe ich nicht geguckt, jetzt ist da was fehlgeschlagen. Ups. Ups. Oh, Glück gehabt. So, das Rentier ist gebändigt. Und jetzt den Siegelstein. Hä, warum geht das nicht? Weil ich drauf sitze oder wieso? Ja, weil ich drauf sitze.
So, jetzt haben wir das hier versiegelt. Okay. Aber ich hätte halt auch gerne noch ein Rentier. So als Mount hätte ich gerne noch eins. Dass ich mal noch ein weiteres hab. Nochmal D. Komm, das kriegen wir doch, oder? Upsala. Jetzt ist das wieder unten. Es ist so ein bisschen Glückssache. Guck mal, der hat mich abgeworfen. Du Schweinebärhund. Aua. Oh, jetzt habe ich das andere direkt mit platt gemacht. Du, sorry, das lag an deinem Freund. Kann ich auch nichts für. Dein Freund war doof zu uns. Aber wir müssen ja sowieso auch noch Rentiere umhauen, ne? Geht ja nicht ohne. Anders kommen wir natürlich nicht an die Rentiere ran. Oh, Das ging jetzt unverhofft schnell. Das ging echt schnell. Waren das die einzigen vier Rentiere hier? Oder ich würde jetzt ganz gerne, bevor ich die weiter umklopfe, würde ich ganz gerne erst noch eins zähmen. Ne, gucke mal. Ih, da ist eine Waldspinne. Ja, ohoho. Ja, okay, wir mussten zum Glück nicht sehr nah an sie ran. Ich möchte das Rentier haben. Bitte lass nicht diesmal wieder das Zähmen fehlschlagen. Oha. Ich glaube, das liegt so ein bisschen auch an der Stufe, die Tiere haben, oder? Guck mal, das kriegen wir doch nie hin. Nee, guck mal, das hat uns auch wieder runtergehauen. Du Schweinebärhund, friss meinen Teddy. Da ist noch ein Rentier. Stufe 10. Komm, wir probieren es mal noch. Ich probiere es auf jeden Fall noch einmal. Ansonsten machen wir das dann erst in der nächsten Folge wieder. Ja. Jawohl. Ja. Wir haben eins. Gefährtenfreundlich. Sehr gut. Kann der auch sprinten? Ja, der kann auch sprinten. Okay, das ist super. Und es ist total niedlich. Ich mag Rentiere unheimlich gerne. Ich finde Rentiere ganz, 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 ganz tolle Tiere. Ich finde sie unheimlich niedlich. Auch im echten Leben wirklich. Oh, direkt ein Level up. Sehr schön. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, ich verabschiede mich dann für heute erstmal von euch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge Riders of Icarus wieder mit dabei sein würdet. Von daher macht's gut und bis dahin. Tschüss!